SpongeBob SquamKopf ist, seitdem ich denken kann, einer meiner Favoriten, wenn es um Cartoon-Serien geht. Damals habe ich diese Serie ultra gerne geschaut und das tue ich heute auch immer noch. Das Intro der Serie ist einfach Classic. Ich kenne auch jede alte Folge, jeden lustigen Moment und sogar jedes Lied auswendig. Und ja, was soll ich sagen? Ich feiere es einfach. Dieser beknackte Humor ist von Anfang an ein großer Teil der Serie und diese weirden, aber auch sehr verfestigten und teils interessanten Momente sind es, was die Serie ausmacht. Aber nicht nur das. Nicht nur die Serie SpongeBob SquamKopf ist wunderbar, ich finde SpongeBob auch ultra nice. Ich meine, er ist ein Stück Käse, der mit einer Schnecke in einer Ananas wohnt. Sowas Dummes, aber auch Geiles zugleich gibt es nur einmal im Leben und komm schon, das kann man nur geil finden. Sein Charakter ist aber auch ein ganz anderer als bei den meisten anderen Cartoon-Serien. Mit seinem dämlichen Humor und vor allem seiner verpeilten, aber lustigen Art hat er mich, und wahrscheinlich auch sehr viele von euch, sehr oft zum Lachen gebracht. Und das tut er auch bis heute. Ohne Witz, er muss nur mit einem seiner Blicke kommen und ich fange an zu lachen. Ich kenne gefühlt jede Redewendung von ihm, ich weiß, was er als nächstes sagen wird, bei so unglaublich vielen Stellen. Und das hat bisher noch gar keiner geschafft. Wobei doch, Drake und Josh, die hatten auch so einen beknackten Humor und eine interessante Story. Wobei, gut, SpongeBob Story ist jetzt nicht so interessant, ne? Er wird Burgerbrater für eine Krabbe, die ihm 2 Cent pro Stunde gibt, ja. Aber er hat darin einfach seine Berufung gefunden und lebt diesen Job mit einer so hohen Leidenschaft aus, dass er auch einfach mal gerne öfter Überstunden macht. Anders als sein Kollege Thaddäus. Aber ja, er strahlt sehr oft eine äußerst freundliche Art auf jeden aus, ist ein stets hilfsbereiter, aufmerksamer und ein unfassbar netter Boy. Ihn muss man doch mögen. Ja, okay, Thaddäus hasst ihn und vor allem andere mögen ihn nicht. Aber nun gut, für meinen Teil muss ich sagen, dass ich die Serie als auch den Charakter SpongeBob und auch die anderen Charaktere wie Patrick, Thaddäus, Mr. Krabs etc. wunderbar finde. Aber vor allem der gelbe Unterwasserschwamm hat mich doch schon sehr krass in meiner persönlichen Entwicklung geprägt. Das ist echt crazy. Dass eine Kinderserie einen wirklich prägen kann, das finde ich so faszinierend. Durch seine Art, muss ich sagen, bin ich auch zu jemandem geworden, der Gutes für seine Mitmenschen tun möchte. Ich bitte sehr oft meine Hilfe an und möchte einfach, dass meine Freunde und Familie happy sind. Ich habe zudem auch so einen bescheuerten Humor wie SpongeBob. Zum Teil rate ich auch nur ein paar lustige SpongeBob-Zitate runter, die mich und meinen Humor widerspiegeln und die Leute fangen an zu lachen. Das ist wirklich sehr schön. So eine Persönlichkeit hätte ich definitiv nicht ohne diese Serie und vor allem ohne diesen Charakter. Ich habe ihm so viel zu verdanken. Ich bin jetzt erwachsen, mehr oder weniger, zumindest laut dem Alter, aber ich kann mir die Serie und auch ihn als Charakter, als SpongeBob immer noch gerne angucken und das ohne, dass es für mich irgendwie nervig oder zu cringe wird. Die neuen Folgen, um ehrlich zu sein, nicht. Sie haben für mich irgendwie ab einer gewissen Season das verloren, was in den ersten Staffeln so ausgemacht hat. Der Charme war für mich persönlich nicht vorhanden, aber alle alten Folgen werden immer noch angesehen und ich appreciate die Arbeit dahinter sehr. Ne, denn was man nicht vergessen darf, die Synchronsprecher, die Stimmen hinter den Charakteren leisten so eine fantastische Arbeit. Alle Synchronsprecher. Vor allem natürlich Santiago Siezma, der so viele geprägt und zum Lachen gebracht hat und einfach diesen, sowie viele weitere Charakter, geformt hat. Ohne Santiago wäre der Charakter SpongeBob lange nicht so toll wie jetzt und ich bin einfach unfassbar stolz auf ihn, dass er uns so lange schon mit seiner Arbeit beschenkt und das auch immer noch gerne macht. Auch SpongeBob selber, dass er immer noch versucht, den Führerschein in der Bootsfahrschule zu schaffen. Aber auch an euch, an alle, die so wie ich mit der Serie aufgewachsen sind und dem Ganzen eine Chance gegeben haben. SpongeBob ist wirklich was Wunderbares. Und das wollte ich euch nur kurz mal mitteilen.